Ja, hi, willkommen, mein Name ist DanielLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. In der letzten Folge haben wir diese Windwerkruinen hier betreten, die Amazianer natürlich hinterlassen haben, weil hier sollen sich hier die ganzen Monster irgendwie tummeln oder hier sollen Nest sein von Monstern, welche hier im Barona Amok laufen. Deswegen, ja, sind wir hier und wir töten die und jetzt gehen wir einfach dahin. Bam. Zack, komm her. Ich will einen Kampf haben. So. Guck mal, Richard, mein Gott, ist das laut. So. Yo. Bams. Ich hab wohl die meiste Zeit. Mein Gott, was? Das ging schnell. Art der Freundschaft. Richard kann sich, wenn er mit einem Verbündeten kämpft, Titel verdienen, mit denen er eines der Art dieses Verbündeten erlernen kann. Wenn Richard sie einsetzen, sehen sie allerdings unter Umständen etwas anders aus. Okay. Die waren schnell kaputt. So. Obwohl, ach ja, genau. Watch out! Bist du denn? Richard! Oh nee. Ja. Stimmt, tue ich nicht. Schwer steuern, hallo. So, Hubert. Ich habe jetzt gerade den Schwierigkeitsgrad umgestellt. Ich brauche eine verbrennende Art. Ja, Leuchtschuss. Aber schon so oft angesetzt, Mann. Boah, hier habe ich auch schon lange nicht mehr gesteuert. Ich wollte mal gucken. Null Punkt. Mein Gott, was? Ja, das habe ich, glaube ich, immer hier, ne? Der ihn echt noch nie eingesetzt hat? Warum nicht? So, zack. Oh mein Gott, wir sind sowas von tot. Ja, irgendwie sind wir tot. Jetzt schön das hier ein. Mit war Attributschaden anrichten können. Da war Drachentöter. So, der ist verbrannt, gut. Da, wo ich den Schwierigkeitsgrad hochgestellt habe. Das ist nicht witzig. Schön verbrennen, schön verbrennen. Also jetzt hat er noch was dahin schwört. Oh, natürlich voll übertrieben für AP. Haben wir schon schaffen, ja, schaffen wir schon. Ja, damit kann ich Nova barrieren. Deaktivieren, wenn ich irre. Treff dich nicht. Ah. Auf Chariot zu nerven, Mann. So, versuch mal mit Arzt. Du bist nicht an den Arzt, verdammt. So, ich dachte, ich kann diese eine aufladen, Attacke. Irgendwie nicht, ne? Ich will diese Heilungsattacke einsetzen und Hubert. Verpiss dich. Schon sagen. Au. Oh mein Gott. Nein, wir haben noch vier. Dann gibt's doch nicht. Ich einmal den Schwierigkeitsgrad hochstellen, ne? Den ersten Kampf aber so locker erledigt, ne? Dann kommt der nächste Gegner und macht uns platt. Oh ne. Ja, gibt's nicht.
Oh, komm her. So, bitte nicht auf Sherry. Nein, nicht auf Sherry, Mann. Da gibt's doch nicht. Wie konnte das passieren? Sherry. Wir haben noch einen Toten hier auf dem Feld. Das gibt's doch einfach nicht. Was die für Prioritäten? Ey. Das ist einfach nicht zu fassen. So, das war weg, ey. Ich glaube, der Gegner sollte eigentlich nicht so stark sein, ne? Oh, fuck. Oh, ne, nicht so ein Scheiß. Okay, ihr dürft aber kein Problem sein. Ne, irgendwie nicht. So, und zack. Nein. Das gibt's doch nicht. Ich habe nur einen Trank des Lebens. Was soll das? Mann, wie konnte alles so schief laufen? Und laden irgendwo. Nein. Wir können halt schon wieder so aus den Fugen geraten, ne? Oh, das ist mein Gott. Verreck. Ich bin schon wieder 5 Minuten hier am Kämpfen, ne? Gibt's doch nicht. Da gibt's doch nicht. Jetzt kommen wir auch noch hier mit, ey. Irgendwie habe ich dich geschossen. Da kann ich dir mal bitte verrecken. Geht mir auf den Nerven. Hier geblieben. Mein Gott, wie viel Erfahrung. Ja, Vitalität erlernt, gut. Aber ein übertrieben nerviger Kampf. You okay, Richard? Yes, I'm fine. I don't think we can get back up that way. Doesn't look like it. Asbel, Richard, are you okay? We're fine. Keep going. We'll meet you up ahead. Okay, be careful down there. Kinda takes you back to when we were kids, huh? Except Sophie was with us as well. Yeah, she was. Asbel? What is it? How is Lambda doing? Has he been speaking with you or trying to manipulate you in any way? No, he hasn't tried anything like that. I almost killed Sophie because I carried that thing inside me. If that ever happened to you... Don't worry, Richard. Sophie and I are just fine. It's true that neither of us knows what Lambda will do going forward. But living with Lambda was my decision. Whatever problems come up, I'll find a way to deal with them. Will you go away forever, like your father did? Will I be left behind because I'm not human? Whatever problems. What's wrong? Nothing. I probably just hurt myself when we fell. Are you sure you're okay? Yeah, I'm fine. Come on. Let's go. Die Gruppenzusammensetzung hat sich geändert, ja. Richard, komm her. Ach, schön.
Ja, dann nicht dualisiert mit Salaten. Erstmal viele Sachen kaufen. Ja. Ja, das sieht gut aus. Da sind wir wieder in Sicherheit. Gut. Kein Skit, okay. Ay, ay, ay. Wie ein Edelmann. That wound must be more serious than you thought. Yeah, maybe. I sure wish Sharia was here. Stimmt, wir haben keinen Eiler. Of course. You finally reunite with Sharia after a half year, only to be torn asunder once more. Actually, that's not what I... I understand. And yet, why so long? Sharia has been busy with her work, but I know she's had many occasions to return to Lant. She's been back twice, and both times I was in important meetings with my people. Fool! What am I going to do with you, Azbel? Huh? Who is more important? The woman who comes all the way to see you or some inconsequential vassal? Hey, my vassals aren't inconsequential. Clearly, I need to educate you on the many great facets of gentlemanly behavior. Thanks, but I'll pass. My God, what is with Richard geschehen? So, warte mal, gibt's hier auch Waffen? Neue? Mit der Ausrüstung meine ich. Okay. Nö. Dann speichern wir erstmal. Das war das ist der abgeschlossene. Nochmal hier. Kommt ein bisschen durcheinander. Seht ihr auch, wie sich das jetzt hier. Da, orange. Das heißt Zukunft. So, jetzt müssen wir mit Richard und Espel mal hier durchgehen. Ja. Komm her. Ich komme schon wieder verdammt schwach vor. Da, was zum Teufel? Was hatten wir für einen Levelsprung? Was soll das? Na gut. Liebe ich ja hier diese amerikanischen Ruinenrätsel, ne? Und da kann man sich ja überhaupt nicht verirren. Haben wir hier das Hilfsgewand. Was bringt das? Präzision. Gift. Okay. Ja, lieber Versteinerung runter. Versteinerung ist gefährlicher. Doch, darüber gehen wir der genormen Gewand. I hope Sharia and the others are doing all right. Hubert and Captain Malik are there. I'm sure they're fine. Anyway, this place seems safe. Why don't we rest for a bit? Hey, Richard? Yes? Do you ever think about the future? I mean, decades from now? Where'd that come from? Sophie was talking about how I'm gonna leave her behind when I die. I told her it was decades away and she shouldn't worry about it. I mean, I hadn't even really thought about it myself. But that just made her more upset. She said the years would pass in no time at all. Is that why she isn't here? It made me realize how differently she experiences time. She seems so human. Sometimes I forget she won't grow old and die like the rest of us. I've always treated her like a normal person, and I don't regret that at all. But at the same time, I haven't given the future a whole lot of thought. Perhaps these are thoughts you should share with her instead of keeping them to yourself. If she mentioned it to you, it's likely a concern she's had for some time. That's true. You were able to accept Lambda's loneliness. If anyone can help Sophie with hers, it's you. You're right. Thanks for talking to me. Happy to help.
Okay. Come on. I'm sure the others are getting worried. Then let's go. Yo. Huh. Okay. Jetzt müssen wir nur wissen, wo Sophie überhaupt ist. Hier ist nix, okay. Weil das ist im Moment nicht so bekannt. So, wie stark seid ihr jetzt? Also ist da so ein Brocken bei, wie aus dem Galia schafft. Okay. Au, oh Gott. Ich brauche den jetzt hier sehen, dann nach. Das ist halt zu wenig. Das ist zu wenig. Nice, Richard. That was impressive. Well, I'm nowhere near your level, Asbel. Oh Gott. Ob das was wird? So, hier können wir nicht weiter. Was ist das? Was ich einer wohl geben mag? Gruppe wechseln. Jo. Die kriegen wahrscheinlich voll aufs Maul, weil die zu dritt sind. I can't make out anything from up here. Asbel, Richard, are you okay? We're fine. Keep going. We'll meet you up ahead. Okay, be careful down there. That's my brother. Tough as a rock, if nothing else. We should move before more monsters show up. Okay. Dann mit Hubert. Wir können theoretisch zurück, ne? Oder auch nicht. So. Da wir da unten mit dem Bein nicht weiterkommen müssen, müssen wir irgendwas hier aktivieren. Nehme ich an. Das heißt, ja, nehme ich an, ich weiß es. Ist ja nicht so, als würde ich das Spiel zum ersten Mal spielen. Gefährliche Flüssigkeit. Okay. Warum liegt die hier? Haben sich die Amazianer dabei gedacht. Lavendel. Mal zwei. Du siehst aus, als würde sie jede Sekunde darunter fallen. Ja, komm her. Bams. Mein Gott. Jetzt kommen wir natürlich auch voll viele. Wir haben sie auch nicht mal. Bams. Ich hab keine neue Attacken. Mein Gott, wie bleibt das noch so? Den Angriff muss ich auch weiterbringen. Davon habe ich nämlich meinen Adept-Titel. Verdammt, ich habe auf den anderen gezielt. Na ja, gut, so. Mein Gott, der eine Angriff ist ja richtig heftig. Setz mal eine Knode in einen oder was? Komm irgendwie so vor. Wow. Aha. Komm her. Bams. So. Das brauche ich. Schön ein Angriff spam, wenn es geht. Everyone's fine. That's what matters. Schön. Haben wir schon wieder andere Dinge gewählt jetzt? Andere Titel? Ja, ist egal. Ist egal. Ist es auch im Moment, ne? There certainly are a lot of monsters down here. I just hope what we're doing helps to lessen the attacks on our people. Your relief organization must have been heavily taxed recently. Are you getting enough rest? Oh, I'm fine. I'm just glad I can help somehow. I was so sick as a child, I never thought I'd be able to do anything. I guess I'm trying to make up for it now. That's good for the people, but what about you? What about you and Asbel? My mother says he's been swamped with marriage proposals. Oh? Guys like him may be slow on the uptake, but once they make a choice, things tend to move quickly. Well, I wish he'd hurry up so our mother can stop worrying about it. Why don't you get married first? That might help ease her mind a little. Well, why are we talking about me now? Don't play dumb. We've all heard about your possible engagement to the president's daughter. What? Really?
How do you know about that? People talk, I listen. At this rate, you'll be the new president of Strata in no time. Hubert, when did this happen? It's nothing to do with me. The president brought up the idea of his own accord. And even if I did marry her, that doesn't mean I'd take over Strata. The presidency is not passed down through a bloodline. I thought you knew that. Hey, wait up! Kids these days. Aber er hört einfach irgendwelchen Obdachlosen dazu, wie die über irgendwas reden, ja. Eine Heirat nicht abgeneigt. Marriage, huh? That's a wonderful thing. That strange talk, coming from a lifelong bachelor. They say that when life breaks your spirit, a wife can help to mend it. And when you find yourselves apart, you need only shut your eyes to see her again. Until she seizes control of your life one piece at a time and you find your own hopes and dreams put on hold. You can't even spend your own salary. You have to beg permission for every little thing you want to buy. Precious belongings you've labored to collect are tossed like so much junk. And yet she thinks nothing of taking your purse and blowing all your coin on some fancy hat. That's very specific. Have you been married before? Even a cursory examination of the topic proves that this is the only outcome. Instead of selecting a wife who intends to live solely through her husband's station, one should seek an independent-minded woman that... Yes, well, I think I've said enough. And if you're so eager to endorse the institution of marriage, perhaps you should get married yourself! In any case, marriage is a wonderful thing. Don't you agree, Sharia? Sharia? Huh? Oh, right. Marriage. Yeah, sure. You should marry someone if you want. I can't imagine doing it myself. Sharia? Waiting until you've completed all the things you want to do would be pretty selfish. Wouldn't it? That's good, say. Mein Gott. Schön. Ja, so humorvoll gestaltet in diesen Arc. Finde ich gut. Wenn es nicht gerade um irgendwie Zukunft oder Tod geht, meine ich. So, warte mal hier, da sieht doch schon wieder so aus, als könnten wir was aktivieren. So. Dann weiter. Haben wir da unten, würde ich mal sagen, irgendwas aktiviert für Espel und Richard. Ja, hier kann ich auch schon mal. Ja, schon mal weiter. Beispiel hier, Bams. Einfach so weit wie möglich. Und nicht weit wie möglich meine ich nicht mehr weiter genug. Mein Gott, wir haben schon 23 Minuten. Ich kann jetzt nicht einfach irgendwie mit irgendjemand zurückgehen und speichern und so. Bäh. Mist, verdammt. So, wechseln wir zu Espel.